Jo moin und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23. Was ein geiles Spiel in der letzten Folge. 3-0 gegen den VfL Bochum. Hauptsache in der nächsten Pokalrunde. Und ich guck mal, ob wir tatsächlich. Wen wir tatsächlich. Ne, wir sind übrigens nicht Tabellenführer, um mal kurz die Frage von vorletzte Folge wieder aufgreifen zu können. Wir haben so eine beschissene Defensive. Wir haben eine Offensive ohne Ende, aber wir haben halt extrem viele Gegentore. Wir haben 4 Stück vom VfL Duisburg, vom MSV Duisburg geschluckt. Ne? Unter anderem 4-0 haben wir da auswärts eine Klatsche gekriegt. Jetzt ist der Hallische FC der nächste Gegner. Und da wollen wir natürlich in die nächste Runde. Ich gucke jetzt tatsächlich, was ich jetzt eigentlich machen wollte, ist mal jetzt im DFB-Pokal gucken, wer unser nächster Gegner ist. Gucken wir gerade erstmal auf die anderen Ergebnisse. 1000 schickt Magdeburg. Werder Bremen steckt Darmstadt, soweit okay. Wolfsburg-Heidenheim, auch das ist eigentlich durchaus gut. Hoffenheim, Düsseldorf 5-2, Ingolstadt, Hertha 1-2. Dresden, also dritte gegen erste Liga. Wieder einmal diesmal 2-1. Freiburg, Nürnberg, keine Überraschung. Mainz, Dortmund, also die anderen Partien sind noch da. Also damit steht noch nicht fest, wer unser nächster Gegner wird. In der Liga steht es fest, das ist der Hallische FC. Und das wollen wir heute natürlich angehen. Oh, wir haben eine Nachricht bekommen. Turnierpreis Geld, der Minsker. Was haben wir denn gekriegt überhaupt? 240.000, ja, wie gesagt, vielleicht den einen oder anderen Leihspieler, den man so ein bisschen. Da muss wir, jetzt gucke ich tatsächlich nochmal nach, was da ist. Ob tatsächlich doch nochmal was freigeschaltet ist. Ja, es steht weiter. Wir spielen in Hoffenheim. Ein bisschen unrealistisch, da wir als Drittligist eigentlich Heimrecht hätten. So 1000 Bayern, so 1000 das große Los. Oh, da unten Dresden gegen Leipzig. Das wäre definitiv ein absolutes Hochrisikospiel. Der Traditionsverein gegen den ungeliebten Retortenverein. Das ist jetzt nicht übrigens von mir, das ist tatsächlich mal so irgendwo gelesen. Hertha Leverkusen führt gegen Gladbach. Hier 2000 Bayern, auch ein kleines. Ist das so ein Derby? 2000? Ne, 2000 gibt es ja kurz über Baden-Württemberg, ne? Werder Mainz hat mal jetzt, glaube ich, in der Liga gerade erst am Wochenende, am Samstag, da ging das Spiel 0-2 aus. Wolfsburg-Freiburg und Bielefeld. Duisburg auch ein kleines Derby, mehr oder weniger Westfalen-Derby. Naja. Gut, also wie gesagt, wir kennen unseren Gegner, ist es eben. Die TSG Hoffenheim auswärts. Na gut, okay, jetzt gehen wir mal gegen Halle weiter. Wir wollen natürlich unsere kleine Siegesserie weiterhin beibehalten. 5 Siege in Folge haben wir. Heute soll Sieg Nummer. Ne, dann lassen wir es so. Warum auch groß jetzt irgendwas tun? So, ich werde jetzt mal ein bisschen durchrotieren. Ich werde Andresen jetzt spielen lassen von Beginn an. Aber die Gründe, dass Lippert ein bisschen raus ist aus dem Saft. Deswegen werden wir mal wieder irgendwelche Leute rotieren. Ist okay. So, was haben wir denn hier als Gegner? Wie gesagt, 4-2-3-1 breit. Gleiche Taktik wie wir also auch. Na gut, auf geht's ins Match. Auf geht's ins Match. Die Truppe vom Hallischen FC in einem Heimspiel wollen wir heute schlagen. Wie gesagt, sieht man 6 mehr in Folge. Es ist keine echte Überraschung, auf wen wir in diesem Spiel ganz besonders achten sollten. Denn er wirkt im bisherigen Verlauf der Liga wirklich unaufhaltsam. Jetzt erleben wir es live bei EA. Ja, live bei EA. Hallo und willkommen, liebe Fußballfreunde. Wir begrüßen Sie zu unserer heutigen Partie. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute präsentieren wir Ihnen ein Ligaspiel. Das dürfte eine richtig gute Partie werden. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Er wird für Ihr Spiel heute sicher wichtig sein. Er ist auf dem besten Weg, den alten Torerekord zu brechen, Wolf. Aktuell. Wir sehen es ja immer wieder, ist er nicht aufzuhalten. Ja, wie gesagt, er hat seinen bisher 10 Saisontore. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld.
Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Ja, die Taktik ist natürlich dieselbe, die wir auch spielen. Dieses 4-2-3-1 breit. Hier ist die Aufstellung. So gehen die Gäste heute in die Partie. Früher habe ich immer 4-4-2 gespielt mit 2-6ern. Aber mit, da war das wirklich doch. Deswegen habe ich das jetzt zu. Mit einem geballten Mittelfeld zum Erfolg kommen, wollen viel Druck ausüben und den Gegner zu Fehlern zwingen. Ja, Halle, das klingt auf Papier sehr leicht. Wenn ich ehrlich bin, klang Duisburg, Köln auch relativ leicht. Die Ergebnisse kennen wir. 1-0-4 und 2-3. Und jetzt, also zu Hause sind wir noch ungeschlagen im eigenen Stadion. Das hat jetzt auch der VfL Bochum sehr schmerzlich gespürt. Und jetzt wollen wir. Hey, George, warum George? Ja, ist ich jetzt einfach Fitness-Dinger. Ich will einfach Spiele dabei haben, die zu 100% laufen und fit sind. Ulrich. Absoluter Stammspieler, natürlich der junge Mann vom VfL Stuttgart, den möchte ich gerne natürlich behalten, aber ja, Geld. Mit dem Spiel von Bayreuth habt ihr nicht so große Sprünge, also viele ausgeliehene Spieler natürlich, klar, Latreia, ja. Oh ja, Ian George, George, 0-1. Er bringt sie schon früh in diesem Spiel in Führung, Tor. 7. Minute. Ja, trink dein Käffchen. Weiter geht's, Leute. Kurze Ecke, ja, wir sehen's hier. Das sind oh, den hallischen Verteidiger da ein bisschen alt ausstehen lassen und dann schön ins kurze Ecke. Aber das ist schon sehr clever gemacht. Das ist ein ganz präziser Ball. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, wieder ein Ballverlust. Gehen wir da rein vor dem. Ah, Lasse Meier. Ja, der kann er jetzt mal spielen. Latein. Ja, ah, 2-0. Sie ziehen davon unaufhaltsam. Gleich der nächste Treffer. Und damit sind sie nun mit 11. Minute. Das gleiche, was wir gegen Zwickau hatten, glaube ich, war das. Er hat auch, er trinkt sein Käffchen. Gleich gegen Zwickau, da haben wir noch 11 Minuten und 0-2 hinten gelegt und dann haben wir noch unentschieden gespielt. Jetzt wollen wir. Jetzt ziehen wir selber weg. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, der Kader wird natürlich nächste Saison sehr groß auseinanderbrechen. Es sind viele dieser Leihspieler dabei. Der einzige. Oh, das ist das schon Frust? Bitte jetzt nicht noch einen Top-Torjäger verletzt. So, Schiedsrichter, was gibst du? Schiedsrichterin, gib nur Geld. Das war so Frust. Früh im Spiel. Nicht leicht, jetzt muss er gut aufpassen, damit er hier nicht noch vom Platz fliegt. Und bitte jetzt nicht anfangen, weil ich sag mal, das ging jetzt eigentlich nur gegen den Spieler. Und zwar voll in den Mann. Die gelbe Karte, das kann man auch durchaus als rot sehen. Meine Mann, das war nur Frust, nur auf den Mann. Ich guck mal gerade, ob ich den jetzt noch irgendwie auswechseln muss. Nein, ja, hat's doch überstanden. Gott sei Dank, sage ich da gerade wieder. Das Top-Torjäger. Die gelbe Karte, da war sich. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Schiedsrichterin geht Vorteil. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Ja. Den Ball kann erklären. Kam nicht vorbei jetzt in dem Verteidiger. Da kommt er für Freistoß. Und Freistoß? Kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Okay, warum auch immer jetzt sagt er Freistoß gefilmt wurde. Wahrscheinlich wegen irgendeinem Halten oder so. Wenn die anderen Teams mitspielen, dann könnten die Gastgeber heute die Tabellenspitze erobern. Aber das ah, guter Ball! Wahnsinn, er hält ihn. Gut, da ja. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation. Der Verteidiger sagt, ne, an mir kommst du jetzt erstmal nicht vorbei. Vorteil in dieser Situation. Ja, kann man noch nachträglich Geld geben. Ist richtig. Gut und fair das Tackling. Ich sagte auch, naja, es reicht schon, finde der Mahnung ist okay. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Ja, schön gemacht, da aufgepasst alle. Ich komme gut vors Tor, komme gefährlich vors Tor und rausgekommen ist die Führung, die verdiente Führung.
Ja, jetzt gibt es noch mehr. Im haben sie den Ball nicht. Jetzt ja, heißt es also erstmal hinten dicht machen. Jo, war klar, dass hier noch was nachkommt. Der Spieler sieht zurecht. Jetzt die Chance. Also das hätte auch mal Spannung in dieses Spiel gebracht. Das wäre so fast das Mal gewesen. Hanna hat sich jetzt ein bisschen gefestigt, nachdem man jetzt früh zwei Dinger kassiert hat. Der Ball ist weg, geht über die Linie. Schade. Jetzt versuchen wir es nochmal. Da bekommt er Unterstützung. Sauber. Ah, wie gesagt, Hanna hat sich noch jetzt ein bisschen. Sieht jetzt ein bisschen sattelfester aus. Wie gesagt, am Anfang haben wir so ein bisschen an die Wand gespielt. Jetzt haben wir zumindest die Situation, dass wir so ein bisschen Luft haben. Sie fangen diesen Ball. Ah, und Meier, der kommt nicht vorbei. Das Foul wird natürlich abgepfiffen. Ja, es war doch nichts, Schiedsrichter. Oh, Schiedsrichterin. Sehr dribbelstark. Da schöner. Sehen wir es wieder. Die Chance auf den Konter. Ah. Da ist der Ball jetzt weg. Einwurf für uns. Weiter geht es mit einem Einwurf. Andresen. Verteidige heute für Lippert. Der aber, wie gesagt, einfach nur ein bisschen ausgelaugt ist. Der sagt jetzt erstmal gerade, ich brauche eine Pause, Herr Trainer. Und Andresen kann es ja auch. Vom HSV wird gerade ausgeliehen. Auch nur eins, gerade meiner von diesen 18-Jährigen. Schöne Aktion. Ganz stark abgeblockt. Schiri, der hat Hand. Das war Hand. Da ist das Pressing erfolgreich. Ja. Schade, hätte er klappen können. Auf Suche. Schiri hat schon gelb. Manchmal gereicht's. Ja, Pass. Guter Pass. So, gleiches Pause. 2-0, da hat es schon. Jetzt kann es eng werden. Uiuiuiuiui. Was sagt der? Da kommt der Pfiff. Freistoß. Freistoß für uns. Okay, und damit ist Pause. Ja. Es ist Pause. Das war's. Zwei Tore am Anfang reicht das, dass man diese 2-0-Führung klar zu machen. Unterbrechung machen wir hier gleich wieder weiter. Fehler noch nicht zu sehen. Mal gucken, was mal. Was, ob sie jetzt schon wechseln wollen. Ich habe gelb gesehen. Das heißt, ich werde da hinten schon mal ein bisschen reagieren müssen. Das werde ich auch machen. Einfach aus, weil ich das Adelsspiel im Griff habe eigentlich. Es geht weiter. Die zweite bevor ich ein Gelb-Rot verliere. Das habe ich schon mal geschafft. Ah, das war ein bisschen festgespielt. Das war, ich glaube, weiter über die Außen zu gehen wäre besser gewesen. Anstatt noch hinzuziehen. Ja, schön, aber ja, war der erstmal. Naja, heute nicht so effektiv, aber der braucht halt man nicht viele. Ne? Der braucht halt nicht viele, oder macht er nur noch 11. Der nächste Treffer, also die sind heute nicht zu bremsen. Wie in der ersten Halbzeit. Das, nee, früher war auch in der zweiten. 3-0. Da sehen wir diesen wunderbaren Alleingang nochmal. Keiner kann ihn aufhalten. Er lässt die Abwehr einfach stehen. Das ist unwiderstehlich, wie er da abgeht. Wie gesagt, den habe ich bei Scout in Belgien gefunden. Das ist eine ziemlich klare Angelegenheit. 3-0. Und überzeugt. Volltreffer gelandet und überzeugt. Einfach mal eingewechselt, seine Tore gemacht dann irgendwann. Und ist mittlerweile absolut da vorne Stammspieler. Novoa ist ein Konterspieler und er ist da vorne einfach der Brecher. Da gehen sie dazwischen. Oh, und Horn, verhindert ihr das? 1-3. Schon eine richtig gute Aktion. Jetzt wird hier gewechselt. So, es gibt eine kurz ausgeführte Ecke. Ne, von wegen kurz ausgeführt. Sterner. Zwei Mann ist da noch stehen. Da ist kalt. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Ah, das war ein bisschen blöd, aber genau im Moment, wo ich das Spiel weggedreht. Die Konterchance ist vertan. Ja, ja. Das war ein bisschen. Ja, schade. Aber es sieht nach dem. Da mittlerweile sechsten Sieg in Folge aus. Jetzt riecht da, aber ja, das. Da haben sie Erfolg mit diesem frühen Stören.
macht er ihn. Den hält er, da macht er sich lang, ganz sicher. Horn sagt, nö, an mir kommt momentan keiner vorbei. Auch so ein Spieler sozusagen, wie gesagt, aus der eigenen Jugend. Viele, viele junge Talente. Und die Flanke schnappt er sich. Und mittlerweile wächst diese Truppe absolut zusammen. Und es macht doch Spaß, muss ich sagen. Eine Truppe aufzubauen aus eigenen Talenten, aus vielen jungen Spielern. Guter Vorstoß da jetzt. Da kommt die Hereingabe. Ja, das war ein bisschen zu weit, die Flanke von Neuenberger. Jawohl, Mokala. Ach, da, jo, passt. Nimm ich. Na ja, der. Platz da. Den hält er, aber ich glaube, da kann sich noch was. Na ja! Ball ist erstmal raus. Super Parade. Oh, Gino! Klasse Einsatz. Hat Spiel, natürlich. Einer der wichtigsten Gründe für diese klare Führung ist die Chancenverwertung. Die ist natürlich überragend. Der Trainer mit Sicherheit zufrieden. Da wäre Platz für einen Konter. Ah, ein bisschen Platz durch Go jetzt. Der an der Seite ein bisschen Platz. Szene immer noch gefährlich. Der ist weg. Und es gibt und es gibt und es gibt. Muss Einwurf geben. Einwurf für uns, ne? Oh, jetzt werden sie wechseln. Ja. Neuenberger. Na daher. Ah. Okay, du kannst auch durch. Schönes Ding. Ochino, der jetzt mal ein bisschen über die Außen geht. Der ist Rechtsverteidiger vom Beruf. Sterner. Schönes Deckling und den Ball zu fest gespielt, aber Halle macht natürlich den nächsten Fehler dann direkt. Nächster Versuch. Ochino. Ochino. Und Meier! Damit wird es noch deutlicher. 4 Tore, 4-0. Das Ding ist durch. Ausgangspunkt für dieses Tor ist natürlich dieser halbherzige Befreiungsschlag. Also sie bringen den Ball nicht über die Szene geht. Aber immer wieder nachsitzen, 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 nachsitzen. Immer wieder drauf. Und die Fehler zwingen. Und dann machen sie solche Fehler auch. Und Meier knatscht das Ding einfach rein, das macht Tor Nummer 12 in dieser Saison. Und so, jetzt können wir noch mal kurz ein bisschen durchwechseln. Das war ja ein bisschen klarer. Natürlich darf Novoa wieder von mir gehen dann dran, da wieder rein. George ist noch nicht ganz zu 100% fit, aber Limnios darf auch mal wieder. Und dann kann der Lippert noch, nicht rein, ne? Nee, aber nicht, aber dann ist es halt so mal. Wenn man gerade mal 90 Minuten immer auf der Bank sitzt. Das müsste es doch eigentlich durch. Jetzt sein. Also 4-0. Und dann wechseln wir noch mal ein bisschen durch. Ziemlich ja, einfach. Ja, man fängt ein bisschen geknickt, aber danach nicht mehr. Lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. 4 Minuten bleiben hier noch. Der höchste Sieg war ja dieses 7:1 gegen Elversberg. Das war unser letztes Gegentor seitdem. Seitdem haben wir nichts mehr kassiert. Und jetzt ist die Farbe reinigt. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Novoa. Tempo. Jetzt ist er auf. Novoa kann gehen. Novoa kann gehen. Zieht bis weg und macht einen der Bude. 5:0. 91. Das ist jetzt nur noch ein Trainingsspiel für sie. Dass der auch immer wieder trifft. Ich schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist meine ich also. Kann, im Zweifel kann man ihn auch schicken mal. Ahnt er, wohin sich der Keeper orientiert, platziert die Kugel ins kurze Eck und drin ist der Ball. Und auch durch die Beine vom Keeper. Ganz bittere Nummer mittlerweile. Schwierig kann's abpfeifen. Jetzt steht's. Schlusspfiff, nun steht es fest. Sieger dieser Partie 5:0 gegen den Hallischen FC. Das ist schon ziemlich beeindruckend, wie sie heute aufgetreten sind. Man hat gemerkt, sie wollten dieses Spiel unbedingt für sich entscheiden. In der Form, die er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ja klar, deswegen spielt er vorne vorne, weil seine Buden einfach macht. Überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer.
Also seine Doppelpack heute gemacht. Nuvola traf dann nochmal zum Abschluss. Passt auf jeden Fall. Meier. Das war auch mit hoch verdient, muss man sagen. Ne? Duisburg verliert auch gegen Köln. Ja, gegen die haben wir ja auch verloren. 3:2 in Köln und in Duisburg. Die zwei Niederlagen. Vielen Dank, dass Sie für ein kurzes Statement zu uns gekommen sind. Weil die Kölner die Lage noch schlimmer war, weil du rankommst an das Spiel und dann kurz vor Ende und danach spielst du das Gegentor kassiert. Wieder mal ein grandioser Auftritt. So. Ja, wir sind momentan absolut in einer Euphoriewelle, ne? Das ist halt. Wenn das weiter so geht. Scheinbar, wie gesagt, ist jetzt gerade so ein bisschen. Scheint zu laufen. Genau so ist es. Vielen Dank für diese Statements. So, liebe Leute. Gut. Gerade wer der nächste Gegner bei uns in der Liga ist. Ja, steht noch nicht ganz fest, aber das könnte. Wer ist es denn? So, ich gucke mal gerade in den Dienstplan, in den Trainingsplan rein. Ferl, auswärts. So, was ich jetzt mal was gucken wollte, noch schnell. Ja, ich habe, ah gut, ich muss ganz sagen, 52 Spieler, ich habe so viel, habe ich gar nicht im Kader. Ich guck mal, was so im Spielerpool wieder drin ist. Das ist so in Schweiz, wirklich stark. Ich guck mal gerade. Ich glaube, ich lese, ob wir da irgendwo ein Talent noch haben, der bis durchgeht. Nö, eigentlich bisher. Ja, halt weiter beobachtet. Ich guck gerade noch mal ein bisschen durch. Schauen wir noch was haben. Auch da ist nichts drin. Na gut, das ist klar. So, er sucht weiterhin natürlich, klar. In Brasilien nach Leuten, Talenten. Bisher halt, wie gesagt, nichts gefunden. Außer hier unser belgischer Scout, der hat mir ja den Meier irgendwo gefunden. So, wir haben jetzt mittlerweile 27.000, ich wollte gerade sagen. 4 Millionen haben wir kassiert, aber gut, dafür waren ja. So. Blöde Frage, ich will nur mal interessant mal gucken. 60 würde uns haben gehen wollen. Die sind momentan Tabellenführer, warum auch immer die neuen Trainer brauchen. Osnabrück, Wien, Wiesbaden, Dresden, Aue, Saarbrücken, also gefühlt die ganze Liga. Brøndby, okay. FC Kopenhagen, okay. Die sind auch Tabellenführer, ungeschlagen und da sagt er, sind tatsächlich so potenzielle Stellen. Aber wie gesagt, haben wir da immer noch einen absoluten Brecher mit dabei? Nö, eigentlich nicht. In Dänemark hätten wir so ein paar offene Stellen. Das geht wieder. Aber momentan habe ich keine Fresse am Trainer, ich möchte hier was aufbauen. Und das ist mein großes Ziel. Wir werden auch vorerst nicht wechseln. Warum auch? Wir haben gar keinen Grund dazu. Läuft doch. Mit 6 Siegen in Folge. Ja. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit dem Duell mit dem SC Verl. Die halten sich doch mal so ein bisschen. Verl ist momentan 10. noch. Also die halten sich momentan sehr hartnäckig da oben. Gegen Meppen spielen sie als auswärts als nächstes. Und wir haben, wie gesagt, das letzte Spiel wieder 5-0 gewonnen. Wir haben jetzt 38 Tore nach zwischen. Wir haben weit über einen 4er Torerschnitt. Gut, wir haben 5-0, 4-0, 4-3, 7-1. Also solche Ergebnisse. Da macht das schon ein bisschen was aus. Aber 19 Gegentore. Aber wir sind jetzt fast nicht mehr so die schlechteste Defensive. Wir haben mit einer. Wir haben. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 Teams schlechter als unsere Defensive. Wir haben die 5 schlechteste Defensive von 20 Teams. Das heißt, 15 Teams sind jetzt. Aber momentan waren wir wieder zu Null spielen ein paar Mal.
Wird schon wieder ein bisschen was besser werden. Gut. Aber das nächste Spiel schaffen. Da sehen wir morgen um 14 Uhr. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Hier bei meiner geilen Bayreuth. Und ich freue mich, dass ihr bisher durchgegangen seid. Auf geht's. Bis dahin.